Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich alle wöchentlichen Aufträge, Woche 3. Und zwar fangen wir direkt mit dem ersten Auftrag an. Und zwar, lege Distanz zurück, während du im Zug bist. 500 Meter müssen wir Distanz zurücklegen, während wir im Zug sind. 15.000 XP. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Bis gleich. Ja Leute, bei mir jetzt in der Runde im Match befindet sich der Zug auf der Karte ganz genau hier. Bei euch könnte er hier irgendwo sein auf der Strecke. Müsst ihr ganz kurz gucken. So sieht der Zug aus. Und ich würde sagen, wir landen direkt auf dem Zug drauf, also in den Zug drin. So, aber ihr müsst damit rechnen, dass auch die Gegner mitlanden werden. Deswegen landet am besten hinten. Sucht einen Tor am besten. So, ein Ska oder so. So. Und jetzt steht ihr einfach, wenn alle Gegner weg sind, dann müsst ihr jetzt einfach mal auf dem Zug drauf. Ihr seht es hier, ich bin auf dem Zug drauf und ich lege gerade Distanz zurück. So, ihr seht es. So, ihr müsst einfach die ganze Zeit herumfahren. Also ihr müsst einfach nur draufstehen oder in den Zug drin sein. Und einfach mal ein bisschen warten, wie ihr hier sehen könnt. So. 500 Meter müssen wir Distanz zurücklegen. Da haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Sehen wir uns gleich wieder. Und ja, Leute, somit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Jetzt, ihr seht es, 500 Meter haben wir zurückgelegt, Distanz, während wir im Zug drauf sind. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem zweiten Auftrag. Und zwar, stelle Konditionen wieder her. 200 Konditionen, 15.000 XP. Also Leute, wir müssen Konditionen wieder herstellen. Ich bin hier auf der Brücke, ich springe hier einfach mal runter. Ich bekomme Fallschaden und jetzt heile ich mich einfach hier mit dem Medikit. So, einfach mal hier hin. Und ihr seht, es wird oben gehebt. Wir haben jetzt schon 53 von 200 Konditionen wiederhergestellt. Und das müsst ihr die ganze Zeit machen. Ihr seht es, einfach runterspringen, Fallschaden bekommen, jetzt euch die ganze Zeit hier hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben. Bis gleich, Leute. Leute, ihr seht, hier liegt ein Medikit. Ich habe 192 von 200 Kondition wiederhergestellt und jetzt somit haben wir den Auftrag abgeschlossen, Leute. Machen wir direkt weiter mit dem dritten Auftrag. Dritter Auftrag und zwar hilft dabei, Bosse zu besiegen. Drei Bosse, 15.000 XP. Damit sagen sie uns gleich wieder. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier bei Relentless Retreat und hier befindet sich ein Boss und den muss ich einfach mal eliminieren. Hier ist sie. So, zack, sie rennt weg. So, zack. Jetzt schießt sie sich einfach mal, indem sie tanzt. Und jetzt warten wir einfach mal ab. Deswegen, jetzt schießen wir einfach mal weiter. Wir ignorieren die Bots, Leute. So, einfach mal weitermachen. Aufpassen natürlich, dass sie nicht stirbt. Und zack, somit haben wir einen Boss eliminiert. Und ihr seht, oben wurde das auf jeden Fall auch gezählt. Und somit haben wir 1 von 3. Und das Ganze müsst ihr jetzt so lange machen. Und es gibt natürlich verschiedene Boss auf der Karte. Wie zum Beispiel hier bei Snooty Steps, bei hier Lavish Layer und so weiter, Leute. Damit sagen sie uns gleich wieder. Ja, Leute, also hier befindet sich ein Boss. So, und zwar der rote. Und ich würde sagen, ich eliminiere ihn einfach mal ganz kurz. Okay, das hat nicht als Boss gezählt. Also heißt es, wir müssen Bosse eliminieren, wie zum Beispiel hier gerade den hier bei Lavish Layer. Leute, wir haben gerade einen Auftrag abgeschlossen und zwar für den Schaden zu mit Sturmgewehren. Aber hier sind gerade sehr viele Bots, aber das ist hier mein drittes Mal, wie ihr sehen könnt. Ich muss hier noch ein letztes Mal eliminieren. Zack, ich habe den Boss dreimal eliminiert. In verschiedenen Runden natürlich. Und somit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Ja, Leute, der vierte Auftrag. Und zwar hilft dabei, Kassen oder Safes zu durchsuchen. Fünf Stück, 15.000 XP, Leute. Geht auf der Karte ganz genau hier hin und das machen wir und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Leute, wir sind angekommen und wir gehen hier auch direkt mal rein. Wenn ihr hier keine findet, dann geht ihr einfach hier mal durch die Tür. So, einfach mal geradeaus und dann seht ihr hier direkt eine Kasse und die öffnet ihr einfach mal und somit habt ihr 4 von 5. Jetzt braucht ihr noch eine Kasse und dann müsst ihr einfach mal suchen und dann habt ihr 5 von 5, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir öffnen einfach mal jetzt die Kasse und ihr seht, somit haben wir 5 von 5 und auch somit den vierten Auftrag abgeschlossen, Leute.
Fünfter Auftrag, und zwar füge ihnen dann mit Sturmgewehren Schaden zu. Und den würde ich jetzt einfach mal machen. Also den haben wir vorhin abgeschlossen. Aber ich sage euch, wie das geht. Und damit sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein Sturmgewehr habe und auch bei Gegner bin. Ja, also ich habe hier gerade einen Nemesis Sturmgewehr und ich kann damit auch Bots Schaden zufügen. Ich bin hier gerade bei Reckless Release. So. Also Reckless Railways. Und ich könnt hier auch den Boss Schaden zufügen mit Sturmgewehren. Das geht. Also ihr müsst einfach nur Schaden zufügen. Bots, ihr könnt den Boss und Bots und so weiter Schaden zufügen. 5000 Schaden, dann habt ihr den Auftrag abgeschlossen, Leute. Ihr seht es hier. Ihr könnt den Auftrag easy abschließen, wenn ihr hier bei Reckless Railways hingeht. Denn ihr macht so viel Schaden, Leute. Und ihr könnt auch nebenbei hier den Boss eliminieren, Leute. Und dann kommt auch die Sonnenkarte und so weiter, Leute. Habt ihr halt. Ist halt einfach den Auftrag abzuschließen, Leute. Und ja, 5000 Schaden und dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Und ja, der sechste Auftrag, und zwar für Gegnern Schaden zu, während du einen ballistischen Schild nutzt. 200 Schaden, 30.000 XP. Ich bin auf der Karte ganz genau hier bei dem Charakter, und zwar Lila. Denn ihr könnt hier einen ballistischen Schild direkt von ihr aus kaufen. 250 Goldbarren. Und ihr seht, dass das hier ist ein ballistischer Schild. Und dann, und jetzt müssen wir einfach mal Gegner Schaden zufügen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Ja, dies ist ein Gegner. Und ich würde sagen, ich würde ihn mal suchen. Und er ist hier im Haus drin. Ich aktiviere den ballistischen Schild und füge ihm Schaden zu. Ihr seht es, ich habe ihm 200 Schaden jetzt schon zugefügt. Und somit haben wir den Auftrag auch dann abgeschlossen, Leute. Und ja, Leute, ihr seht es. Hier Auftrag abgeschlossen, 200 Schaden. Und somit habe ich dann auch alle Woche 3 Aufträge abgeschlossen und kehre zurück zur Lobby. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, das Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Da würde ich dann sagen, war's mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.